Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Mirage mit mir, dem Jan. Jetzt gehe ich zu dem Punkt hier von Steuern und Sorgen. Gehen den Drohungen auf dem Bazar nach. Einige Stände wurden von Wachen geplündert. Okay. Oben ist ein Schatz, aber erstmal hier. Ruf zu den Waffen. Brüder, wir werden nicht länger das Joch eines falschen Kalifen erdulden. Abdallah ist der rechtmäßige Erbe seines Vaters. Wollt ihr Hunde sein, die nur bellen, statt zu beißen? Die Zeit ist gekommen, den Thronräubern zu stürzen und Al-Mutawakkils Sohn zu seinem Geburtsrecht zu verhelfen. Da stehen Leute. Die ist erledigt. Sie hätte zahlen sollen, als sie das erste Mal bedroht wurde. Sie kann doch nichts dafür. Ich selbst komme durch diese neue Standsteuer kaum noch über die Runden. Das Geschäft ist nie einfach. Da drüben stehen noch welche da. Kaputt! Völlig zerschlagen! Diese Wachen kennen keine Gnade! Das ist gar nichts. Weißt du, was die Dufthändlerin alles erdulden muss? Da hinten. Nicht diese Flaschen, sie kommen von sehr weit her. Ich brauche nur mehr Zeit, bitte. Das dauert zu lange. Ich habe noch was anderes vor und bei dem, was die zahlen, ist das kaum die Mühe wert. Schneid dir einen Finger ab. Das öffnet vielleicht ihre Börse. Ohne Geld keine Sicherheit. Das weißt du doch. Aber wir nehmen auch deine Düfte als Zahlung an. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Vielleicht verschafft dir das ein bisschen Zeit. Das könnte durchaus sein. Wir haben schwer geschuftet, Männer. Zeit für eine Pause. Aber wir sind noch. Befolgt meine Befehle. Mein Retter. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zur Bagdad-Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Einen Entschuldigungsentwurf. Ich brauche bitte nur noch ein paar Tage. Ich will das Geld bekommen und meine Schulden bezahlen. Der Duft, den ich auf Lager habe, ist wichtig und darf nicht angerührt werden. Ich flehe um Verständnis. Der kürzliche Steueranstieg hat... Der Brief bricht ja ab. Okay. Also da hinten. Vielleicht hole ich hier noch kurz die Truhe. Wenn ich da hochkomme.
Da ist wieder das Zeichen. Ich glaube, ich muss oben drauf. Ja, hier bringt das alles nichts. So, da hinten. Ja, wo die ganzen Räuber sind. So. Was siehst du? Da ist ein Schlüssel. Da sitzt einer. Wo führt der mich denn jetzt hin? Darüber, das brauche ich aber nicht. Komm gucken. Merkwürdig. Augen. Ja. Zeige mir alles. Okay, so. Dann habe ich jetzt hier die zwei noch, den da unten. Die da unten, die zwei sind eigentlich nicht so toll, wichtig. Okay. Schatz ist da unten irgendwie. Beide tot. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, dass der eine nur ein bisschen Schaden bekommt. War ich nicht schon mal hier oben? Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da unten rein? Da? Ach ja, so hier runter. Hier ist die Truhe? Nein, das ist die nicht.
Ist sie wieder oben. Jetzt nicht rein. Jetzt hier rein. Nö. Hier war ich schon. Hier ist mein Freund. Von der anderen Seite verschlossen. Hä? Aber eine schlimme Narbe, wie du weißt. Komme ich denn da rein? Da steht eine Wache. Ich verstehe es nicht. Jetzt sollte die Tür offen sein. So. Mahnung zur Vorsicht. Pyrikia. Ich war nie jemand, der ein Loblied auf die Tugend und Bescheidenheit gesungen hätte. Es lohnt sich jedoch, mit Unauffälligkeit vorzugehen, wenn das einige Überleben davon abhängt. Das kürzliche Ableben unseres Bruders zeigt deutlich, dass wir ungewollte Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben. Schränke die zur Schaustellung deines Reichtums ein und höre auf, öffentlich zu bieten, ehe noch mehr Klingen aus dem Schatten hervorkommen. Albachmut, der Kopf der Schlange. Da. Ist
sind hier noch irgendwie Informationen oder so. Jetzt denn hier hin? Geht's nicht raus. Da liegt ein Zettel. Der Weg nach vorne, meine Geschwister. Mit dem Tod des Kalifen ist uns ein wertvoller Bauer verloren gegangen. Seid beruhigt, das Spielbrett wurde mit neuen Figuren erneut aufgebaut. Aus der Asche all dessen, das wir erschufen, werden neue Feuer entspringen. Fach die Flammen des Widerspruchs an. Sät Misstrauen und erntet euren Lohn. Anarchie ist unser Verbündeter. Ordnung wird sich aus dem Chaos erheben. Die Falle wurde gelegt. Albamut, Kopf der Schlange. Hier nichts liegt, ey. Gut. Dann wo muss ich denn jetzt hin? Da runter. Dieses Lager muss den Händlern gehören. Okay. Palmhai. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Ich sprich mit dem Anführer des Händlers. Ich dachte, ich muss die jetzt killen. Halt! Wer ist da? Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Malaka, wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an! Ich würde so etwas nie tun! War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Oh, Ruhe in Frieden, Kichererbse.
Wieso heißt das Pferd Kichererbse? Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. Da liegt ein Brief. Anweisung der Wachen. An die Wache. Geld. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hallo? Anweisung der Wachen. An die Wache. Geld eintreiben von Ankerstiften. Weiß fremdländische Fleischwaren. Blubberseifen. Kommt her. Muss ich eure Arbeit für euch machen? Fangt ihren Nachschub ab. Tu, was nötig ist, um das Geld zu bekommen. Vergesst die Zusatzsteuern. Für Andersgläubige nicht. Wenn sie sich in Bagdad Wohlstand sonnen wollen, müssen sie den richtigen Preis dafür bezahlen. Tut, was ihr tun müsst. Al-Anqua. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunan, westlich von hier, jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten, El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Okay. Warte. Wer schickt euch? Ich brauche euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Na los jetzt. Heute stirbst du. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das hier mit dem... In Richtung schreiben. Die Händler müssen gefunden werden. Einer weiß, wo ich bin, und meiner Sicherheit wegen muss er zum Schweigen gebracht werden. Tut er auch den Rest. Sie sind ohne Belang. Soweit ich die in Erfahrung bringen konnte, soll
Wahrscheinlich. Ich auf dem Weg zum Westeingang Bagdads befinden, findet sie, bevor sie ankommen und erstattet Bericht, halt die Fresse. Ein Preisgeld erwartet jene, die Erfolg zurückkehren. Ich wäre nicht überrascht, machten sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Die Wachen unterstehen jemandem namens Al-Anka. Das bestätigt meinen Verdacht. Yalla! Wo läufst du denn hin? Bagdad, nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen. Auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens Al-Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber Al-Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhai lebt in einem Anwesen westlich von Al-Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Das heißt, ich muss... Wo ist das denn jetzt? Da, wo noch eine Mission ist. Anwesen des Steuereintreibers. Untersuche das Anwesen und töte ihn, es ist irgendwie dasselbe. Okay. Was ist hier noch? Okay. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.